Moin, liebe Leute, Sternchenends, was geht? Ja, aktuell geht hier der Wahl-O-Mat für Niedersachsen 2022 um. Und da dachte ich mir, das mache ich einfach mal, auch wenn ich mit Niedersachsen nichts zu tun habe. Aber ist vielleicht mal ein bisschen lustig. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht nur über Niedersachsen geht, sondern allgemeine Fragen. Und dass wir dann irgendwie ein Ergebnis bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich kein böser Nazi-Hetzer bin. Deswegen machen wir das Ganze. Ich möchte natürlich so weltoffen wie möglich sein. Okay, wir gehen rein. Frage 1. Die Küstenautobahn A20 soll weitergebaut werden. Ja, das ist genau das, was ich meine. Da habe ich keine Ahnung von. Was ist die A20? Was macht die? Wahrscheinlich Menschen befördern. Das fände ich natürlich super. Menschen müssen befördert werden. Aber aktuell haben wir eine viel größere Krise, ein großes Problem bezüglich Inflation etc. Deswegen glaube ich, aktuell ist es wichtiger, dass sich um das Volk gekümmert wird und nicht um irgendeine Autobahn. Also erstmal stimme ich nicht zu. Krankenhäuser in öffentlicher Hand. Alle Krankenhäuser in Niedersachsen sollen in öffentlicher Hand sein. Das ist auch eine Frage, mit der ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Aber sollten alle in öffentlicher Hand sein? Ist mir relativ egal. Aber ich glaube nicht, weil alles, was in öffentlicher Hand ist, ist jetzt per se nicht unbedingt gut. Ja, und hier soll wahrscheinlich auch wieder auf Gewinn und so weiter zurückzuführen sein, dass man ja als Privatperson keinen Gewinn machen darf oder sowas. Aber ich stimme erstmal nicht zu. Flüssiggas-Terminals. Niedersachsen soll den Bau von Terminals für Flüssiggas LNG unterstützen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Gas. Gib her. Ökologische Landwirtschaft. Das Land soll die Umstellung konventioneller Betriebe auf ökologische Landwirtschaft finanziell stärker fördern. Also eine Umstellung auf keinen Fall, aber man sollte auf jeden Fall landwirtschaftliche Betriebe nicht so hart in den Arsch vögeln. Das wäre ganz gut. Bei einer Umstellung stimme ich nicht zu. Im Land Niedersachsen soll das Gymnasium als Schulform erhalten bleiben. Ja, aber auf sowas von. Schließung des NATO-Truppenübungsplatzes. Das Land Niedersachsen soll sich dafür einsetzen, dass der NATO-Truppenübungsplatz in Bergen geschlossen wird. Also NATO würde ich hier tatsächlich raushalten. Für den eigenen Gebrauch quasi ja, aber für alle aus der NATO eher nicht. Also stimme ich einfach mal nicht zu. Bei Landtagswahlen in Niedersachsen sollen weiterhin nur Personen ab 18 Jahren wählen dürfen, aber auf jeden Fall. Abschaffung der Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse in niedersächsischen Städten und Gemeinden soll abgeschafft werden. Ja, da stimme ich nicht zu, denn wenn man einfach komplett machen darf, was man möchte, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Also eine Mietpreisbremse finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Oh mein Gott, das ist ja mein Thema. An niedersächsischen Schulen soll sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden. Nein, lass unsere scheiß Kinder mit dieser Kacke in Ruhe. Vielen Dank. Vertiefung der Außenems. Die Außenems soll für die Schifffahrt vertieft werden. Keine Ahnung, das ist mir völlig egal. Was machen die Außenems? Ich würde jetzt erstmal, also auf lange Frist vielleicht, aber jetzt aktuell haben wir, wie gesagt, andere Probleme. Deswegen erstmal nicht zustimmen. Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Das Land Niedersachsen soll sich für eine Verkürzung der gesetzlichen Wochenarbeitszeit einsetzen. Ja, warum nicht, wenn man das gleiche Geld verdient? Bodycams. Alle Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst sollen in Niedersachsen mit Körperkameras Bodycams ausgestattet werden. Ja, finde ich gut. Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll die Schiene Vorrang vor der Straße haben. Nein, das glaube ich nicht. Konfessioneller Religionsunterricht. Am niedersächsischen Schulen soll weiterhin konfessioneller Religionsunterricht angeboten werden. Also vom Prinzip finde ich das okay, dass ein Religionsunterricht angeboten wird. Ich persönlich halte es aber nicht für wichtig. Deswegen ist mir das relativ egal. Photovoltaikanlagen. In Niedersachsen sollen alle Neubauten mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden müssen. Okay, das muss ich mal schnell googeln. Also es ist quasi einfach eine Solaranlage, anders gesagt. Also sollen und müssen auf keinen Fall, nein. Sensibilisierung für Rassismus, ja, das ist auch mein Thema. Alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Niedersachsen sollen im Rahmen von Fortbildungen für Rassismus sensibilisiert werden. Nein, das Land soll Eltern finanziell unterstützen, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Ja, das kann man halt wieder so ein bisschen komisch sehen, ne? Einerseits finde ich das okay, wenn man sagt, ich möchte mein Kind dieser Scheiße nicht aussetzen. Andererseits kann man es ausnutzen, ne? Und gerade halt von den Leuten, wo man vielleicht nicht noch mehr Geld reinstecken sollte, da wird es ausgenutzt. Aber prinzipiell finde ich es gut und richtig, dass man zur Schule muss. Also sage ich erstmal nein.
Niedersachsen soll dich dafür einsetzen, dass innerorts Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit wird. Auf gar keinen Fall. Arbeitslosengeld 2. Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld 2 sollen weiterhin die Leistungen gekürzt werden, wenn sie Wiederholtermine vom Jobcenter versäumen. Dann soll sie einfach sich um den Scheiß kümmern. Militärische Forschung. An den Hochschulen des Landes sollen weiterhin für militärische Zwecke geforscht werden dürfen. Ich finde generell einfach alles, was damit zu tun hat, scheiße. Aber es ist natürlich auf eine Art und Weise wichtig für den Eigenschutz. Deswegen, ich behalte mich einfach neutral hier. Geraubte Kulturgegenstände. Niedersächsische Landesmuseen sollen in der Kolonialzeit geraubte Kulturgegenstände zurückgeben. Nein. Fahrradwege. In Niedersachsen sollen mehr Straßenflächen in Fahrradwegen umgewandelt werden. Nein, das ist auch wieder unnötig Geld rausgeballert. Das möchte ich nicht. Konsequente Abschiebung. Oh, das hört sich doch interessant an. Niedersachsen soll ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer konsequent abschieben. Ich bitte darum. Vermögenssteuer. Niedersachsen soll sich dafür einsetzen, dass die Vermögenssteuer wieder erhoben wird. Nein, bitte nicht. Sitzen bleiben. Bei zu schlechten Noten sollen Schülerinnen und Schüler weiterhin das Schuljahr wiederholen. Sitzen bleiben müssen. Ja, wenn die doof sind, sollen sie es halt nochmal machen. Begrenzung des Wolfsbestandes. Der Wolfsbestand in Niedersachsen soll begrenzt werden. Keine Ahnung, gibt es da ein großes Problem mit Wölfen oder sowas? Aber da stimme ich erstmal nicht zu, weil... Warum sollen wir halt ständig immer da eingreifen? Das finde ich irgendwie nicht sinnvoll. Also mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass wir hier ein hartes Problem mit Wölfen haben. Stundentakt im ÖPNV. Das Land soll garantieren, dass jede Ortschaft tagsüber mindestens im Stundentakt mit dem öffentlichen Personal, dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar ist. Das ist mir relativ egal, muss ich irgendwie sagen, weil ich nicht mit den Öffentlichen fahre. Deswegen sehe ich das neutral. Arbeitserlaubnis. Alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen unmittelbar nach ihrer Antragserstellung eine Arbeitserlaubnis erhalten. Aber nein. Alle Förderschulen in Niedersachsen sollen erhalten bleiben. Ja, warum denn nicht, wenn Kinder halt gefördert werden müssen, weil sie halt ein bisschen doof sind oder halt ein paar Defizite haben, dann mach halt. Menstruationsartikel. Menstruationsartikel sollen in allen öffentlichen Einrichtungen in Niedersachsen kostenlos zur Verfügung stehen. Ich verstehe halt nicht, warum in öffentlichen Einrichtungen. Was habe ich denn davon als Frau, wenn da irgendwelche Tampons im Rathaus rumlümmeln? Kann ich mir dann die Taschen voll machen oder was? Also mir ist das relativ Wumpe, weil mich das nicht stört. Aber dann möchte ich auch irgendwie einen Einwegrasierer für Männer haben. Was soll das? Keine Ahnung, mir egal, neutral. Senkung der Grunderwerbssteuer. Die Steuer auf dem Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Grunderwerbesteuer, soll gesenkt werden. Ja, Steuern senken, erstmal gut, weil Deutschland ist sowieso alles nur mit Steuern. Frauenquote in der Landesverwaltung. Für Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung des Landes soll eine Frauenquote geben. Du kannst dich mal am Arsch lecken. Ausbildungsvergütung. Das Land soll bei rein schulischen Berufsausbildungen eine Ausbildungsvergütung zahlen. Ja, das Problem ist halt, wenn du nur eine schulische Berufsausbildung hast, dann bringst du ja keinen Mehrwert. Ich meine, ich werde ja auch nicht bezahlt, wenn ich einfach nur rein in die Schule gehe und Mathematikunterricht habe. Mir ist es eigentlich auch relativ egal, aber das Problem ist, dass es auch wieder das Land zahlen. Oh, dass es auch wieder das Land zahlen muss. Deswegen stimme ich erstmal nicht zu. Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Oh, das Land soll sich dafür einsetzen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen abgeschafft wird. Ich bitte darum, ja. Schuldenbremse. Niedersachsen soll die Begrenzung der Neuverschuldung Schuldenbremse einhalten. Ja, bitte keine Verschuldung mehr. Waffenlieferung an die Ukraine. Oh, Niedersachsen soll sich dafür einsetzen, dass Deutschland weiterhin Waffen an die Ukraine liefert. Nein. Zuschuss zum Pflegegeld. Pflegende Angehörige sollen vom Land einen Zuschuss zum Pflegegeld erhalten. Ich glaube sogar, dass das Pflegen zu Hause sehr, sehr belastend ist und dass ich das eigentlich ganz gut finde, wenn man seine Mami und seinen Papi nicht direkt ins nächste Altenheim abschiebt. Deswegen finde ich das sogar... Okay, würde ich behaupten. Strom aus Kohle. In Niedersachsen soll auch nach 2038 Strom aus Kohle gewonnen werden dürfen. Ja klar, hau raus. So, was haben wir denn hier? Gewichtung der Thesen. Welche Thesen sind Ihnen besonders wichtig? Mal kriegen Sie die Thesen, um diese doppelte Gewichtung einfließen zu lassen. Fangen wir mal hinten an. Da waren auf jeden Fall wichtige. Strom aus Kohle, ich weiß nicht, wie viele darf ich denn vergeben? Waffenlieferung ist mir wichtig. Abschaffung Impfpflicht ist mir sehr wichtig. Frauenquote, das und sowas will ich nicht haben. Menstruationsartikel ist mir relativ Wumpe. Förderschulen, Arbeitserlaubnis ist mir relativ wichtig, dass man nicht direkt hier rein darf und alles machen darf, was man möchte, ja.
Sitzen bleiben, Vermögensteuer, konsequente Abschiebung, aber ich bitte drum, Fahrradwege, geraubte Gegenstände, militärische Forschung, Arbeitslosengeld, ja, klar. Tempo 30, ja, nee, auch nicht. Hört auf, die ganzen Leute. Hier Sensibilisierung, Rassismus, kannst du mir mal anstecken. Photovoltaikanlagen. Nee, konfessionelle Religionsunterricht, Schiede vor Straße, Bodycam, Verkürzung von Wochen Arbeitszeit, Vertiefung des Außenamts, sexuelle Geschichte, jo, hier, Abschaffung der Mietpreisbremse, wählen ab 18 auf jeden Fall, Schiedsrichter von Truppen, Gymnasium, ja, soll auf jeden Fall bestehen bleiben, ökologische Landwirtschaft, Flüssiggasterminals, ja, auf jeden Fall, okay, das würde ich erstmal angehakt lassen und dann gehen wir doch mal, weiter, ach, Auswahl der Parteien, okay. Auswahl der Parteien. Mit welchen Parteien möchten Sie Ihre Standpunkte vergleichen? Durch das Anklicken der Logos können Sie die Parteien in die Auswahl aufnehmen oder aus dieser entfernen. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, hier rein damit. Dann würde ich sagen, hier rein. Alles, oder? Hier rein. Alles rein. Komm, immer alles. Komm, alles rein hier. Alles rein. Einfach alles rein. So, und dann gucken wir mal. Hier können Sie alle Parteien gleichzeitig... Oh, okay. Hätte ich das mal vorher gelesen. Dann weiter zu Ihrem Wahl-O-Mat-Ergebnis. Ui. Eieieiei, ich bin ein böser Hasshetzer, liebe Leute. Ich bin einfach ein ganz böser Hasshetzer. Die AfD wurde 2013 gegründet und zog 2017 in den Landtag ein. Ihr Fokus liegt unter anderem auf der Asyl- und Migrationspolitik sowie aktuell auf der Kritik an den Corona-Maßnahmen und Russland-Sanktionen. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD und führt sie als rechtsextremistisches und führt sie als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Ja, die sind sehr, sehr rechtsextremistisch. Das fühle ich auch, deswegen bin ich hier sehr geschockt, dass ich hier die AfD wählen muss. Das geht ja gar nicht. Da bin ich ja froh, dass ich nicht in Niedersachsen wohne. Deswegen muss ich mich ja hier mit der Ausbau der A20 nicht beschäftigen. Aber nun gut, haben wir noch Freie Wähler, die Basis CDU, FDP, Gesundheitsforschung, SPD, Piraten, die Humanisten Niedersachsen, Volt, Tierschutzpartei, die Linke, Grüne und die Partei. Ja, schade, aber auch die Partei ist aber natürlich eine richtig tolle Partei und die Grünen, das war eigentlich mein Ziel. Eigentlich wollte ich die Grünen wählen, aber nun gut, habe ich leider verkackt. Ich bin leider ein böser Hasshetzer. Schade aber auch. Nun gut, ich packe für euch alle den Link in die Beschreibung, damit ihr auch alle mitmachen dürft. Ihr dürft gerne eure Ergebnisse dann in die Kommentare reinschreiben. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Hab euch lieb. Tschüss. Ich bin genervt von Phrasen, wie uns geht's ja ganz gut. Die Nase voll von Moralaposteln mit gratis Mut. Sie sind wie leicht zu manipulieren, wollen die Welt immer in Gut und Böse einsortieren. Sind systemgetreu, aber fürs System nicht relevant. Sie labern alles nach und das ohne Verstand. Am deutschen Wesen mag die Welt genießen. 33 wären sie alle Nazis gewesen. Yo, wie sieht's denn hier so aus? Haut für Gaba Gandalf gerne mal ein Abo raus. Das war heute wieder eine richtig geile Show. Also abonniert. Okay, let's go.